Willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Es geht um den Film von Mikula. Der Artikel kommt von Play On Pictures und erscheint am 18. Januar. Manche Shops verschicken ihn aber auch schon früher. Bei der Erstauflage ist ein Schuber vorhanden. Es könnte sein, dass er bei nachfolgenden Auflagen keinen Schuber mehr hat. Beim Bildformat hat man die Wahl zwischen Vollbild und Breitbild, beim Ton zwischen restauriert und unrestauriert. Bei den Extras gibt es einen Blick hinter die Kulissen und eine Bildergalerie mit über 100 Bildern. Natürlich gibt es auch ein Wendecover. Insgesamt würde ich sagen, eine sehr gelungene Veröffentlichung. Wenn man auf 50er Monster-Action steht, dann ist das genau der richtige Film. Ich fand zwar ein paar Szenen ein bisschen glatt gebügelt, aber das Bild war überwiegend gut. Und der Ton war laut und gut verständlich. Da ist mir nichts Negatives aufgefallen. Und was ich noch empfehlen kann als Double Feature mit diesem Film, ist das genau der richtige Film. Und vielleicht noch dieser hier, der ist ja in Deutschland leider sehr unbekannt, aber es könnte ja sein, dass er vielleicht irgendwann doch noch rauskommt. Jetzt einmal kurz zuhören. Das war der Wilhelmschrei, einer der bekanntesten Soundeffekte in Filmen. 1951 wurde er wohl das erste Mal bei einem Film verwendet. Der Film heißt Die Teufelsbrigade. Bei diesem Film habe ich ihn etwa 4-mal gehört, wenn ich richtig gezählt habe. Normalerweise hört man ihn nicht so oft in Filmen, meistens einmal. Ameisen gab es auch in meinem Film zu sehen. Nicht so spektakulär wie hier, weil ich hatte echte Ameisen.